Hi, wir stehen hier bei einem Geocache, der Geotour Thüringer Integrationsschätze. Und zwar beschäftigt der sich mit dem Thema Sprache. Er ist auch deswegen auch an der Volkshochschule angebracht, wo man viele Sprachen lernen kann. Und um ihn aufzubekommen, brauche ich eine Zahl aus dem Listing. Das ist die erste Hürde. Dann aber bin ich noch nicht fertig. Ich habe hier einen Aufbau und wir hören uns einmal an, was wir machen müssen. Hallo, schön, dass du diesen Cache gefunden hast. Dieser Geocache beschäftigt sich mit dem Thema Sprache, denn die deutsche Sprache stellt vielen Menschen, die aus verschiedenen Gründen in unser Land kommen, vor große Herausforderungen. Du sollst dich ein bisschen ab. Diese Sprachen sind 6 verschiedene, die werden mir einmal in Audioform gezeigt. Wer erkennt es nicht? Vietnamesisch, glaube ich. Wenn ich das aber nicht phonetisch übersetzen kann, dann könnte ich es hier auch in Textform nochmal. Und wir probieren das jetzt mal aus mit dem russischen Satz. Wenn ich das nicht selber übersetzt bekomme, dann nutze ich halt den Google Translator und da die Texterkennung. Da steht hier, hallo, mein Name ist Juri und ich habe auf 3 verschiedenen Ölplattformen gearbeitet. Und das heißt also, die Zahl, die ich aus diesem Satz brauche, ist die 3. Ich kriege aus jedem Satz eine Ziffer. Diese Ziffer multipliziere ich dann und damit kriege ich dann den Code raus für dieses Schloss. Kriege es auf, da ist das Logbuch drin und für jeden Spieler noch ein Button als Geschenk zum Mitnehmen. Ein weiterer Geocache der Geotour Thüringer Integrationsschätze. Diesmal das Thema Sport und so heißt der Cache auch. Und wir haben ja einen Aufbau, den der ein oder andere vielleicht schon von anderen Videos aus Hannover kennt. Wir sind auf einem Sportplatz, das ist ein Basketballkorb und ich muss Basketball spielen. Dazu öffne ich zunächst hier diesen Kasten mit der üblichen Nummer, die ich im Listing finde. Und darin finde ich, welche Überraschung, einen Basketball. Und den gilt es jetzt da oben durchzuwerfen. Und dann geht die Klappe oben runter. Dann kann ich auf der Klappe ganz kurz die Zahl sehen, mit der ich das andere Schloss aufkriege. Da gehen wir wieder hin. So. Hier ist offen. Ich mache den Deckel auf, finde darin wieder das Logbuch und für jeden Geocacher wieder einen Button. Genau. Bei diesem Geocache geht es um das Thema Arbeit. Für Menschen mit Migrationshintergrund ist es manchmal etwas schwieriger, an einen Arbeitsplatz zu kommen. Um das etwas zu symbolisieren, haben wir einen Geocache konzipiert, bei dem die ganzen Hürden einmal aufgezeigt sind, die man nehmen muss, um in Lohn und Brot zu sein. Und das ist für uns vielleicht ein bisschen einfacher als für Menschen mit Migrationshintergrund. So, und um den Geocache zu lösen, kennt das Prinzip vielleicht schon, arbeitet man mit Stäben und bewegt diesen Ball hier immer weiter nach oben. Das läuft ja. Und der Pfeil zeigt, wo man hin muss, drückt man dann nach oben, aber den Code zeigen wir jetzt nicht. Genau. So. Stäbe sind vor Ort, macht man dann wieder ran und gibt sie dann auf, wenn sie runtergefallen sind. Und wir gucken nochmal in die Logbuchdose, denn da ist noch was ganz Nettes als Gimmick dabei. Und zwar gibt es in jedem dieser Geocaches noch einen Button, die das Thema auch nochmal aufgreifen. Die kann man sich mitnehmen. Wenn man alle 6 Buttons zusammen hat, kann man übrigens noch einen Tracking-Code vervollständigen und eine ganz schöne Geocoin discovern. Das war's, der neue Geocache der Thüringer Integrationsschätze hier in Eisenach. Hi, heute sind wir in Erfurt beim Migrationsschatz und hier ist auch ein schöner Geocache. Hier sieht man, es ist der Migrationsschatz. Und wir haben diesen schönen Kasten mit einem großen Wimmelbild. Jetzt sind auf dem ganzen Gelände 6 Aufkleber verteilt und bei jedem Aufkleber findet man eine Szene auf diesem Wimmelbild. Hat man den Aufkleber gefunden und die entsprechende Szene hier gefunden, hat man immer eine Zahl, die an der Szene dran steht. Von den 6 Aufklebern bekommt man 6 Zahlen. Wenn man diese multipliziert, bekommt man eine 4-stellige Zahl. Hat man die 4-stellige Zahl, kann man das Schloss öffnen. Und man kommt auch an die Buttons heran.
Wir befinden uns bei einem weiteren Geocache der neuen Geotour Thüringer Integrationsschätze, und zwar bei dem Geocache Brückenbauer. Und hier haben wir eine wunderschöne Grafik, eine Tafel, die ist aus Metall. Und wir gehen mal auf die Rückseite und schauen mal, was da sich verbirgt. Da ist ein Kasten, das äußere Schloss kriegt man auf wie immer, das steht dann im Listing. Und dann hat man hier drinnen ganz viele Puzzleteile und die halten hier vorne. So. Und wenn ich das Puzzle vollendet habe, kann ich hier einen Satz lesen und durch ein kleines Rätsel mir die Zahlenkombination erschließen, die dann hier am Schloss einzugehen, die hier am Schloss einzugehen. Das zeigen wir jetzt nicht. Und hier findet man dann wie üblich das wunderschöne Logbuch und erneut jeden Geocacher einen schicken Button zum Mitnehmen.